Willkommen zum nächsten Folge zur Die Winterliche Reise. Jetzt heißt es Abschied nehmen und zum letzten Mal Danak anschauen, denn wir müssen leider nach Hanoi zurückfliegen. Wenn es euch gefällt, dann liked uns, wenn ihr abonniert den Kanal, damit ihr keine weiteren von verpassen könnt. Und natürlich sind auch sehr viele Schulkinder gekommen, um Volleyball zu spielen, ne? Denn es ist ja auch nachmittags und jetzt wollen auch sehr viele Leute und Kinder spielen. Aber leider haben wir es zwar leider nicht geschafft, denn wir müssen ganz schnell zum Flughafen Da Nang und so sieht es aus. Der Flug ging mal wieder mit Viet Travel. Das Einchecken müssen wir jetzt nicht machen und natürlich ist das hier so ein sogenanntes Inlandsflughafen und deswegen ging es auch ganz schnell hier einzuchecken und es gibt auch nicht sehr viele Flüge, nur nach Hanoi und Ho Chi Minh, das war's und mehr gibt es auch nichts in Da Nang. Wir gehen jetzt zum Flugzeug rein und es ist jetzt schon dunkel und bald ist es auch schon Abendessen während dieser Zeit und in dieser Zeit werden wir auch fliegen. Wir sind wieder hier im Flügel und der Sitz ist eher unverändert. Wir sitzen auch schon in dem vorderen Bereich, ne? Vorderster Sitzplatz und das ist auch besser, ne? Und da kriegen wir keinen Druck auf den Po. Dear valued passengers, may we have your attention for a few minutes to watch the safety demonstration. Seat belts. In case of decompression, mặt nạ dưỡng khí sẽ tự động rơi xuống từ phía trên ghế ngồi của quý khách và từ trên trần trong buồng vệ sinh. The oxygen mask will drop down from above your seats and from the ceiling in the lavatories. Quý khách ngồi yên tại vị trí. Passenger, remain seated. Kéo mạnh mặt nạ gần nhất để kích hoạt hệ thống dưỡng khí. And pull the nearest mask to activate the oxygen flow. Đặt mặt nạ lên mũi và miệng. Place it over your nose and mouth. Choàng dây qua đầu, siết chặt dây. Adjust the...
Wisst ihr noch in der letzten Folge? Kerzen anzünden hier und auf dem Wasser hinlegen? Klar, und das sind auch sogar mehr. Richtig krass, dass sie noch immer noch weiter noch brennen. Während bei diesem großen südostchinesischen Meer. Der Landeanflug ging leider zu lange, denn es gab Regen und deswegen mussten wir einen Umweg machen. Ne? Also da sieht man auch schon aufgrund diesem Wetter und es regnet aktuell in Hanoi leider. Leider sind wir 20 Minuten später gelandet, denn wegen schlechtem Wetter mussten wir warten und deswegen war die Flugzeit 1 Stunde 20 Minuten, obwohl die anderen Flieger nur eine Stunde geschafft haben. Wir sind in Noi Bai International Airport angekommen und natürlich auf Terminal 1 ist sind nur für Flüge, für Inlandsflüge dabei und deswegen ging es ganz schnell nach draußen. Und vielen Dank, dass ihr diesen Part gesehen habt. Dandang war ganz schön und werde irgendwann wieder zurückkehren, sowie auch nach Nanchang. In der nächsten Folge werden wir meinen Geburtstag feiern. Auf keinen Fall verpassen.